Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bully die Ehrenrunde mit mir, dem EditP. Ja, hi. Hi. Ja, es ist Schlafenszeit, habe ich gehört, also legen wir uns auch mal schlafen. Habe ich so nicht die letzte Folge verabschiedet mit dem Schlafen gehen? Egal. Genau, ich wollte nämlich mal was sagen. Es ist jetzt hier die 12. Folge und wir sind jetzt schon bei 4 Stunden Spielzeit. Extrem krass irgendwie und irgendwie sieht die Grafik so komisch aus hier. Guckt euch das mal an, das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Besser irgendwie, aber irgendwie auch so. Ich weiß nicht, ich bin gerade total unentschlossen, was ich sagen will. Oh ja, das ist es. Mit dem Skateboard auf dem Strand. Oha, das macht Spaß. Oh ja, gib's mir. Yay, und jetzt die Treppe. Wow. Ich musste einfach auf die Schnauze fliegen. Das ging gar nicht anders. Ja, was haben wir vor? Wir wollen jetzt mit dem Bus zur Schule. Genau. Weil auch wenn wir jetzt, so in Kapitel 2 sind, müssen wir trotzdem zur Schule gehen, wie wir wissen. Und von daher will ich auch pünktlich sein. Hui, und ich glaube, wir haben auch hier hinten noch Missionen. Nein, irgendwie nicht. Sehr schön. Hui. Irgendwie fühle ich mich jetzt ja schon irgendwie cool, um ehrlich zu sein. Also jetzt hier im Spiel natürlich, weil in echt bin ich ja nicht cool. Das macht man einfach nicht. Merkt ihr das? Macht man nicht. Was haben wir denn für ein schönes Unterrichtsfach? Kunst. Ja, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Ja. Nerv nicht mit deinem Spind. Ich weiß jetzt schon, dass sie wieder will, dass ich den Spind da beraube. Ja, du mich auch. Kunst 3. Ja, wir müssen unsere Gefühle aufs Papier bringen und voll Peace, Love und Harmonie. Okay, wollen wir mal. Start. Mäh. Mäh. Das war knapp. Könnte ich mir irgendwie nochmal die Hilfe anzeigen lassen? Nee. Nee. Mäh. Hier, das war ein Power-Up. Bam. Ich überlege die ganze Zeit, ob diese Schere bösartig ist. Ja, ist sie. Okay. Ich habe dazugelernt. Zeitstopp. Das war knapp. Meh. Menno. Letzter Versuch. Das war Tempo? Ja, Turbo. Sollte aber, denke ich, jetzt kein Problem sein. So, bam. Beim letzten Versuch aber trotzdem bestanden, also hey, alles cool. Und sie ist wunderhübsch. Sie ist schon eine heiße MILF. Nein, hatte ich nicht. Sollte ich? Vielleicht könntest du mir mal Privatstunden geben. Kussbonus, 75% Gesundheit. Bo, 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 bo. Es ist gerade kein Präfekt hier. Aber doch da. Egal, das kriegen wir noch hin. Nein, kriegen wir nicht. Hör auf. Kriegen wir nicht hin. Der war mir zu nah. Aber den hier. Weil der hält ja nochmal irgendwann. Im Nachhinein finde ich, das andere Schloss war viel sicherer. Feuerwerkskörper, ja toll. Dafür habe ich das jetzt gemacht. Bist du immer noch mit deinen drei Spinden? Du bist ganz schön nervig. Gibt es irgendwie neue Kleidung? Ich will einen neuen Hut. Mir gefällt das Mützchen jetzt schon nicht mehr. Nein. 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 Okay. Sagt mir schon alles. Was haben wir denn überhaupt für Missionen? Kinokarten, kleine Gemeinheiten und die Eier. Ah, die Eier klingt ganz nett. Apropos Eier. Die Olle geht mir auf die Eiern. Nein!
Nein! Nee! Alter, was ist... Alter! Was geht? Was geht? Oh, Stinkbomb. Ja, wie? Jetzt machst du nix? Warum ich jetzt hier rumgabe? Was steht in der Aufnahmeprüfung? Beatrice, du hast es nicht geschafft. Wieder mal. Alles Liebe, Mandy. Hausratte entlaufen. Sie heißt George. Ich habe ihn zuletzt in der Cafeteria gesehen. Er fehlt mir. Bucky. Schnapp ihn! Dass sie alle immer an den Sack gehen. Das würde ich mir ja doch irgendwie gerne ansehen. Aber wir haben Unterricht. Haben wir doch, oder? Oh, Sport! Sport, 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 Sport. Yes. Das klappt. Aber mit dem Fahrrad, mit dem Bunnyhop komme ich da nicht rüber. Mann, Mann, Mann. Jamie, du musst deine Prioritäten umverlagern. Yay, Witcher 3 wird gespielt. Mann, Mann, Mann. Ach, Fabi. Wir müssen noch einiges besprechen. Nein, eigentlich nicht, aber wir könnten. Wir könnten bestimmt mal so ein kleines Schwätzchen halten. Würdest du dich bestimmt drüber freuen. Oder? Na? 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 Na, das ist doch, oder? Egal, Sport 3. Völkerball, bitte. Ah. Oh, Shirley da. Ja, feuert mich an. Ach, werden wir das? Was lerne ich denn? Folge den Anweisungen, um neue Moves zu lernen. Okay. Wir fangen wieder an mit dem Griff. Take down. Bam. Ja, den Takedown habe ich, glaube ich, raus. Jetzt zuhauen? Lass mich zuhauen. Oh, hochziehen. Lass mich zuhauen. Du hast doch ein Suspensorium an, oder? Jetzt mach ich ihn so fertig. Zuhauen. Bam, bam, bam. Jawohl. Okay. Armin. Nein. Dam, 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 da, 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 da. Ich bin nicht klein zu kriegen. So, jetzt können wir endlich mal wieder den normalen Alltag entgegenblicken, indem wir eine Mission machen. Ich kann mich gerade nur nicht entscheiden. Irgendwie geht mir die Eier und Kinokarten durch den Kopf. Ich glaube, wir werden Kinokarten machen. Kinokarten ist so eine total langweilige Mission eigentlich. Eigentlich perfekt fürs Let's Play, oder? So eine total langweilige Mission, ne? Ja, aber natürlich. Mich freut es übrigens, dass das Let's Play so super ankommt und ihr total viel Bock drauf habt und so. Das freut mich echt. Mich freut es auch, dass ihr bisher wirklich jedes Video mit Likes überseht, wie ich es sonst nur bei meinem Iron Man Let's Play hatte. Und guckt euch an, wie schlecht ich hier spiele und ich war in Iron Man schon scheiße. Na gut, da war es eigentlich mehr die Steuerung, aber... Mann, ich habe nicht unendlich viel Zeit, so. Genau, finde ich extrem dufte von euch. Wäre cool, wenn ihr das weiter beibehaltet und so. Habt ihr das gesehen? Das war ein Lebensretter. Der hätte ihn einfach fallen lassen können, aber nee, er hat ihn nochmal zurückgezogen. Ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Voll großes Dankeschön und so. Ihr seid die Besten und so. Ich war auf der richtigen Seite, Herr Officer. So, Kinokarten war, glaube ich, die hier vorne. Ja, yeah, das sieht mir nach Kinokarten aus.
desperate fella. I used to have crabs in my bathtub. Nein. Ich musste gerade überlegen, ob ich es machen will oder nicht. Aber ich, nö, nö, nö. Kinokarten. Yes. Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky. But I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line, and this movie means everything to me. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy? What's in it for me? I'm a princess! Oh. And I need people to do things for me! So hurry up, because I want to be first! Aber ich bin die Prinzessin. Man. All right. Ich bin die Prinzessin und nicht du, Pinky. Ach so, ohne Gewalt. Alter, was los? Nerv wen anders, Alter. Kommt der von hinten an und prügelt mich? Miau. Oh, scheiße. Mach Platz da. Hui. Aha. Was ist mit dem kaputt? Kehre zum Kino zurück. Tue ich gerne, weil da war noch eine G&G-Karte. G&G. Alter. Alligator. Rede mit Chinese. Oh. Nein. Nein, 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 nein. So schlimm. Junice, nichts gegen dich, aber du bist nicht mein Typ eigentlich. Ich hab doch gesagt, diese kleinen Ausländermädchen, die aussehen wie 16, aber schon volljährig sind. Nicht du. Nicht du. Haben die gerade Händchen gehalten? Bearbeitungsedit. Zoom da bitte mal drauf. Die haben Händchen gehalten. Das habt ihr auch gesehen, oder? Das war eindeutig Händchen halten. Die haben Händchen gehalten, 100%ig. Mann, ey. Irgendwas liegt da ab. Ich hab nicht mitgekriegt oder mitgelesen, also. Und zugehört habe ich schon gar nicht. Das war jetzt ein bisschen doof, glaube ich. Ja, Life is Strange. Hatte ich auch schon öfters mal überlegt zu spielen, aber. Was ist hier los? Und wieder entbuggt. Meh. Oh, ich hätte das noch voll ausnutzen sollen, ich Idiot. Hier, du hattest doch gerade da hier. Ach, Menno. Dann halt keine Krabben. Aber wo wir schon bei kleine Krabben sind. Hui. Ich möchte einen alten Bekannten besuchen gehen. Ja, weil, wie wir alle wissen, Bayern ist beschissen. Nein. wie wir alle wissen, ist ja hier draußen ein schönes Meer. Und wer ist gerne auf dem Meer unterwegs? Natürlich. Piraten. Aber da hinten glitzert ein Gummiband entgegen und das kann ich da nicht liegen lassen. So, wo war die Pirateninsel? War sie das da? Ich glaube. Sieht ganz danach aus.
Oh, ich überlege gerade, wie dieser eine blöde, dieses eine blöde Wortspiel ging. Warum sind Piraten schlecht in Mathe? Oder warum sind Piraten keine Mathematiker? Weil sie Piraten. Ja, weil sie Piraten. Oh. Aua, nicht. Nein, ich bin voll lieb und so. Du tust mir nix. Ich krieg den Piratenhut. Ja, Piraten. So, und hier ist das Schiffchen. Und da war, glaube ich, auch noch irgendwie was Nettes versteckt, wenn ich mich nicht irre. Ein Gummiband oder eine Karte war es, glaube ich. Muss nur drauf kommen. Ich glaube, jetzt war ich gerade drauf. Und da glitzert uns ein Kärtchen schon an. Mäh, ich wollte von da oben voll cool runterspringen. Hat ja ganz gut geklappt, würde ich mal sagen, was? Wie kommen wir jetzt zu unserem Leuchtturm? Kommen wir von hier aus dem Leuchtturm? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah ja, funkelt überall was. Wieso funkelt hier alles? Ne, das ist doch hier dieser andere Weg zur Nerdfestung, oder? War dem nicht so? Ha. Ich glaube, dem war so. Oder es war was komplett anderes. Fly war fly. Mann. Nochmal. Dann machen wir es halt mal auf die langweilige Art und Weise. Jawohl. Ich kann einfach nicht langweilig sein. Zitat Ende. Sehr schönes Zitat mal so nebenbei. Ich kann einfach nicht langweilig sein. Ich bin einfach so cool. Ja, so sieht's aus. Sagte der Mann mit 385 Abonnenten. Puh. Ja, Abonnenten sind schon cool. Gerade wenn sie aktiv sind. Alter. Aufstehen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder nach Hause komme. Darf ich das mal so anmerken? Wo bin ich überhaupt? Ach du Kacke. Dann hier runter. Was mache ich denn da oben? Da ist unser Leuchtturm. Ich sehe ihn. Yay. Ab zum Leuchtturm, Leuchtturm. Ich mag meinen Leuchtturm, 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 Leuchtturm. Ich mag meinen Leuchtturm. Super, super, dolle, dolle. Yay. Oh, Mann, oh. Ja, war doch wieder eine total tolle Folge bis hierhin, was? Ja, finde ich auch. Oh, das sieht aber cool aus. Mit den Lichtern und so. Ich mag solche, Bilder auch, wo man solche Städte sieht. Deswegen mochte ich, glaube ich, auch irgendwie die Wolkenkratzerkarte bei Yu-Gi-Oh! Was willst du? Schwimm um die Boje und zurück. Ach, nicht jetzt. Nicht mehr heute. Ist schon spät, Kumpel. Als Frühsport vielleicht. Morgen mal, aber nicht jetzt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn das heißt Let's Play. Kennt es keinem Edit, aber das ist Bully die Ehrenrunde. Also von daher würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder in der nächsten Folge von Bully die Ehrenrunde mit mir, dem Edit. Happy. Bis dann, Leute und so. Ja, ja. Und yay. Tschü. Ich bin cool.